Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde draußen in Deutschland und der Welt, Österreich und Schweiz. Grüße ich auch mal ganz lieb mal von meiner Seite aus, weil ich habe letztes Mal gesehen oder von Google erfahren, dass ich auch viele Zuseher aus Österreich und Schweiz dazu gewonnen habe. Also, willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ihr habt es gerade gesehen, auf meinem Thermometer auf dem Vorschaubild minus 7 Grad. Und die Küche hat auch nur 19 Grad. Ich komme gerade aus meinem Schlafzimmer, ich muss gleich zu meiner Arbeit und dachte mir so, oh, mir geht's gut, ich gehe mal gucken auf den Thermometer. Guck auf den Thermometer, sagt minus 7 Grad, wie eben schon erwähnt. Und was sagt mein Körper spontan? Mir ist kalt. Erkennt ihr das auch? Man guckt nur auf einen Thermometer und schon ist einem spontanerweise kalt. Ich renne jetzt schon die ganze Zeit durch meine Wohnung und mir ist einfach nur kalt. Ich würde nämlich über die Heizung aufdrehen, obwohl wir in der Wohnung fast 20 Grad haben. Und ich freue mich noch gar nicht drauf. Ich werde mich bei den schönen Werten bei minus 7 Grad, wir hatten schon mal Kälte gehabt, davon abgesehen, aber trotzdem, ich werde bei minus 7 Grad E-Roller fahren gehen. Joch, wird interessant werden. Am besten gleich Sport machen, wie immer am frühen Morgen. Und kurz Zähne putzen, fertig machen und dann so früh wie möglich auf den Roller schwingen, weil draußen haben wir noch ein bisschen Schnee liegen. Das heißt, bei minus 7 Grad überfriert der Scheiß auf jeden Fall und das kann dementsprechend glatt sein. Das Schöne ist, nächste Woche, derzeit gesehen, soll es wieder hochgehen mit den Werten. Wir erwarten da schon wieder plus, bis zu plus 6 Grad, plus 7 Grad, aber mit Regen wieder, aber zumindest plus. Das heißt, weiße Weihnachten bei uns im V. Also zum Heiligabend wird es wahrscheinlich nicht geben. Schade für die Kinder, gut für mich. Ich bin so mehr der Frühlings-Sommermensch. Ich habe es wieder warm und hell draußen, weil ich will wieder in meinen Garten. Jetzt im Winter ist ja der Garten ja von Adler wirklich einfach nur tot. Noch, er wird dann noch weiter optimiert, das heißt quasi auch vielleicht in Zukunft wird der Garten auch im Winter nutzbar sein, ne, beheizt dementsprechend, aber noch ist der Garten im Winter tot und das ist halt ein bisschen blöd für mich in dieser kalten Jahreszeit. Noch kurz was zu meinen Videos, ihr wisst ja, ich habe noch einen Lost Place unter anderem auf meinem Videokanal liegen, also nicht liegen, sondern quasi in Bearbeitung. Ich bin in den letzten Tagen nicht dazu gekommen, weil wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, haben wir unter anderem unser Badezimmer und die Küche neu gemacht. Die Küche erstrahlt jetzt in einen Grauton. Der ganze Küchenkomplex wurde eingefärbt in Grau. Und ja, das war der Grund, warum ich unter anderem nicht dazu gekommen bin, das Video zu bearbeiten. Ich werde aber versuchen, mich in den nächsten Tagen ein bisschen hinzuschwingen. Ist jetzt nochmal schwieriger geworden, da mein Kind schon zu Hause ist, mein Kleinkind. Kita hat schon geschlossen, beziehungsweise Notbetreuung. Und ja, da fing das Kind zu Hause. Und mir, der ein Kleinkind zu Hause hat und was machen möchte, sei es am PC arbeiten, der weiß, es ist schwierig. Das heißt, es wird für mich auch schwierig werden, aber ich versuche mein Bestes, dass vielleicht unser Lost Place Museum Jagdschloss Gelbensanne spätestens zu Weihnachten unter euren Tannenbäumen in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt. Ja? Also, liebe Deutsche, liebe Österreicher, liebe Schweizer, es geht bis weiter und wir werden auch demnächst mal einen Test machen. Da habe ich mir was bestellt. Ein Eiskratzer, der laut oh Gott, das muss liegen. Autobild, glaube ich, hieß die Zeitung. Laut Autobild sehr gut abgeschlossen hat. Ja. Und ich habe ja bei mir im Auto so einen trichterförmigen Eiskratzer. Der sieht so ähnlich aus. Ja? So ähnlich sieht der Eiskratzer aus, den ich im Auto habe. Und wir werden einfach mal vergleichen. Ich werde mir nochmal zwei andere Alternativen holen. Dann haben wir quasi insgesamt vier Eiskratzer. Und werden mal sehen, welcher Eiskratzer wirklich eine Alternative ist. Ich könnte sogar einen elektronischen Eiskratzer bekommen. Vielleicht müsste ich mal kurz bei meiner einen Kollegin nachfragen. Den hätten wir quasi auch schon, den vierten Eiskratzer elektronisch. Spontanerweise hätte ich dafür auch schon einen Nachteil. Aber hat doch vielleicht seine Vorteile. Ich habe so ein Gerät noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie so ein Gerät funktioniert. Wer es weiß, kann mir das auch gerne schreiben. Über Instagram und TikTok unter marcolorenz-youtube oder hier auch bei YouTube einfach kommentieren. Also, das war's von mir. Ganz kurz mal ein kleiner Guten Morgen Beitrag hier bei minus 7 Grad. Wie gesagt, mir ist kalt. Ich habe meinen Kaffee schon leer. Fast leer. Fast leer. Fast leer. Mein Kaffee ist fast leer. Ich gehe mal kurz mal frisch machen. Kurz einmal die Haare von links nach rechts schmeißen. Einmal die Zähne blank polieren, damit sie wieder ihr angenehmes Gelb behalten. Kaffeegelb, kein Rauchergelb. Und ja, ein bisschen Sport machen. Und dann geht's ab. Roller fahren. Ja, 20 nach mit langer Zeit. Also, schönen Tag euch noch. Einen schönen Mittwoch, den, jetzt muss ich lügen, den 14. haben wir heute, glaube ich. Ich gucke mal auf den, ja, den 14.12. Mittwoch, den 14.12. Euch einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns demnächst wieder. Also liebe Grüße aus Deutschland, nach Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tschüss mit Ö, euer Marco Lorenz. Abonnieren, teilen, abonnieren und teilen.